Oh, hi, da seid ihr ja schon. Ich muss das einmal kurz hier zu Ende schneiden und mir nicht die Finger abschneiden dabei, das wäre doof. So, das sind Tomaten, die gebrauchen wir gleich für unser kleines Brot. Wir wollen gleich zwei so kleine Brote backen, beziehungsweise wenn ihr nicht so eine Kastenform habt wie wir, sondern eine normal große, dann wird es halt nur ein Brot werden. Wir machen ein Brot, das ist ein Quarkteig und in diesen Quarkteig hinein tun wir Tomate, Schafskäse und Kürbiskerne. Als allererstes müssen wir heute, bevor wir irgendwie anfangen mit dem Backen von unserem Brot, Backofen anmachen. 180 Grad Umluft. Und jetzt geht's weiter. Bevor ich jetzt anfange, hier Teig zu machen, gehe ich halt dabei und schneide mir diese Tomaten halt ein bisschen kleiner. Ich finde das nicht so schön, wenn da so große Lappen drin sind. Und deshalb mache ich die halt ein bisschen kleiner. Das ist ein bisschen angenehmer. Gibt auch verschiedene Sorten an Tomaten. Es gehen aber nicht die in Öl eingelegten. Es muss halt schon so trocken sein. Gibt aber auch andere Tomatensorten, haben wir gerade gehabt. Die waren halt von vornherein auch noch so ein bisschen gewürzt. Kann man auch nehmen. Wir haben jetzt dieses Mal halt eine getrocknete Bio-Tomate. Sehr lecker. Die kommt da dann gleich mit rein. Das ist ungefähr so die Menge an Tomate, die ich in meinen Teig hinein tue. Ich mache aber wie immer eine Einkaufsliste fertig. Die könnt ihr euch unten in der Description Box finden, euch runterladen. Da steht auch genauestens drin, wie ich das Brot gebacken habe. Also gleich mit Anleitung und allem. Also jetzt keinen Stress machen, dass ihr das alles mitschreiben müsst oder so. Findet ihr alles unten in der Description Box. Und da ich ja gleich beim Backen mir die Finger so voll mit Teig einsauer, auf Deutsch gesagt, brösel ich mir jetzt meinen Schafskäse schon mal klein. Das ist aber kein Schafskäse. Ja, Schatz, das ist doch Schafskäse. Hast du nachgeguckt, ja? Ja, Entschuldigung. Ja, ist kein Problem. Nicht vom Ziegenbock, der gibt keine Milch. So, ich mache da halt so kleine Dinger von. Ich werde aber nicht alles in den Teig reintun. Ein Teil behalte ich nachher übrig für oben drüber. Als erstes tue ich meine ganzen trockenen Zutaten in meine Schüssel. Und als erstes mein Dinkelmehl. 630er Dinkelmehl. 280 Gramm nehmen wir davon. Und dazu tue ich jetzt 50 Gramm Naturprotein. Jetzt kommt da noch schön Salz rein. Jetzt tue ich da noch Backpulver oben drauf. 20 Gramm. Meine trockenen Zutaten sind jetzt alle zusammen da drin. Ich vermische die jetzt schön und dann geht das gleich los mit dem Quark. Wir brauchen 300 Gramm Magerquark. Meine Packung hier reicht nicht aus, das ist zu wenig. Ich tue da gleich noch etwas zu. 300 Gramm Magerquark, ein Ei. Und 60 Gramm Mandelmilch kommt jetzt hier noch dazu. Das war gut. Geiler Treffer. Ja, das war eigentlich schon alles an Flüssigkeiten. Jetzt fange ich das gleich an zu verquirlen. Das muss jetzt alles schön vermischt werden und zu einem schönen Teig werden. Und dann tun wir da gleich unsere restlichen Zutaten dazu. Ich habe mir jetzt hier einen schönen Teig gemacht. Habe das einmal schön durchgeknetet. Da tue ich mir jetzt so ein bisschen was von meinen Kürbiskernen mit rein. Dann tue ich mir da ein bisschen was von meinem klein gebröselten Schafskäse rein. Ein bisschen heben wir ja auf für oben drüber. Und meine Tomaten kommen jetzt auch noch mit hier hinein. Oh, jetzt habe ich aber alle genommen. Mist. Na gut, dann muss ich mir gleich noch ein paar klein schneiden. Und das vermengen wir jetzt. Und dann sind wir im Endeffekt auch mit unserem Teig gleich durch. Ich habe jetzt meinen Teig hier so in zwei Teile geteilt, so ein bisschen. Wenn ihr eine große Kastenform habt, so um die 30 cm, macht ihr einen Teig, wir machen zwei. Diese kleine Form, die wir hier haben, die kann man einfach so in der Mitte an den Kanten aufmachen.
Und dann liegt da halt hinterher so der Kuchen drin. Und man kann ihn einfach so rausnehmen. Nichts ist angeklebt. Und er wird halt an den Seiten auch schön braun. Werdet ihr nachher sehen. Und ist halt ganz easy zusammengebaut. Man braucht im Endeffekt das nur so zur Seite zu nehmen. Hakt das hier rüber. Und schon ist die eine Seite zu. Das gleiche kann man natürlich machen, weil hier an der Seite auch nochmal. Zack, zack. Ready. Geht super. Ich mache euch unten in die Description Box einfach mal einen Link. Da könnt ihr euch die Form einfach angucken. So, ich finde, die sieht klasse aus. Und ich finde auch diese 23 cm, die sie lang ist, finde ich für unseren Zweimannhaushalt echt genial. Ich nehme mir jetzt einen von meinen beiden Teigklöpsen und tue den hier einfach mal hinein. Drück den hier so ein bisschen in die Ecken rein. Und damit war es das im Endeffekt. Jetzt machen wir gleich noch oben drauf so ein bisschen was an Tomate und Käse drauf. Und dann kann der auch schon fast in den Backofen. Ich tue da jetzt noch so ein bisschen Tomate oben drüber. So. Dann gibt es so ein bisschen was an Kürbiskern. Das sieht doch gut aus. Und noch so ein bisschen was an Schafskäse. Ein bisschen was heben wir uns auch für den zweiten noch. Klasse. Das gleiche mache ich natürlich hier oben bei dem zweiten Teig auch nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Ich habe hier ja eben Proteinpulver reingetan. Also wenn ihr kein Protein da reintun wollt, wir machen jetzt gerade so ein bisschen mehr mit Protein, weil wir wieder angefangen haben, ein bisschen mehr Sport zu treiben und wollen unseren Körper so ein bisschen auch wieder für den Sommer auf Form bringen. Wenn ihr kein Protein benutzen wollt, dann ist ganz einfach, dann nehmt ihr einfach anstelle des Proteins 50 Gramm Mehl mehr. So. Das sieht gut aus. Und jetzt kommen die gleich in den Backofen. 180 Grad Umluft für 35 Minuten. Und nach 35 Minuten müsst ihr einmal reinschauen und gucken. Nicht, dass das oben verbrennt. Wenn es sehr dunkel wird, müsst ihr da halt ein bisschen Backpapier oben drüber legen, damit es nicht verbrennt. Und dann müssen die ungefähr, wenn man die kleine Form nimmt, so wie wir, muss die so 40 Minuten, hat man eine große Form, 50 bis 55 Minuten. Ich tue die jetzt im Backofen und dann sehen wir uns gleich, wenn sie fast fertig sind. So, es sind jetzt bei uns 35 Minuten später. Wir können leider gerade nicht in unseren Backofen reinfilmen, können wir schon, aber es sieht einfach nur aus wie ein schwarzes Loch, weil bei uns ist leider das Licht im Backofen kaputt. Aber egal, ich verbrenne mir jetzt hier mal die Flossen und hole einfach mal einen von meinen Broten raus. So, ich mache jetzt mal hier meine Form auf und verbrenne mir mal eben schnell, ganz schnell die Finger. Sieht das genial aus? Ich finde, das sieht absolut genial aus. Nur um es zu demonstrieren, wie schön das geht, einfach nur ein bisschen nach vorne schieben. Ich nehme mein Brot jetzt hier mal raus, nehme mal eben mein Messer zur Hilfe. Und da liegt es. Echt genial. Und ihr habt gesehen, wie einfach das ist. Die Sachen, die man hier in dieser Form gebacken hat, wie einfach man sie rausbekommt. Ich werde das jetzt einfach mal hier mittig brutalst aufschneiden. Das ist natürlich noch mega heiß. Ich lege da jetzt mal mein Handtuch drüber und schneide das hier einfach mal auf für euch. Wunderschön fluffig. Dampft hier wie verrückt gerade. Kann man bestimmt auch super in einem Video sehen. Richtig lecker, richtig genial. Wie kann man das nochmal sehen, wie fluffig das ist. Ist das nicht genial? Ich kann das jetzt leider noch nicht probieren, weil das ist so heiß, da würde ich mir wirklich die Zunge im Mund wegbrennen. Ihr Lieben, das war's schon. Ganz unspektakulär für heute. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Habt ihr Fragen, Anregungen? Unten reinschreiben, freue ich mich super drüber. Wird auch sofort beantwortet. Ich mache hier noch mal ein bisschen Reklame. Siegeljungs,
Ne? Falls ihr die unterstützen wollt, falls ihr mal einen tollen Kanal gucken wollt, die sind gerade auf dem Weg mit ihrem Schiff quer durch den Pazifik nach Indonesien. Schöne Folge, kann man klasse gucken, kommt jeden zweiten Tag ein Video, auch genial. Ja, dann noch mal kurz zu meinem Brot. Also diese Form, ich weiß gar nicht, ich kann sie anfassen, wunderbar. Diese Form, ich mache euch einen Link unten rein, da könnt ihr euch die angucken. Wenn ihr die kauft, kriege ich ein paar Cent ab. Kostet euch nichts extra. Brot ist ganz einfach zu machen, schmeckt super lecker. Bestimmt essen wir das nachher wieder auf, haben wir ja gestern auch schon. Ja, sonst gibt es eigentlich von mir gar nichts mehr zu sagen, oder? Schatz, hast du noch irgendetwas zu sagen? Nächstes Video machen wir Eiersalat. Nächstes Video machen wir einen Eiersalat, genau. Das kommt jetzt auch in den nächsten Tagen. Wird auch zeitnah wieder ein Video von uns kommen. Ja, sonst würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wir sagen tschüss. Tschüss. Und Frank von footblockhamburg.de schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Footblock Hamburg kocht etwas. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you.